Hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at. Heute geht es an das 8. Türchen im Kalea Bierkalender und wir schauen mal, was finden wir, vor allen Dingen erstmal, wo finden wir hier Türchen Nummer 8. Und da haben wir ein Bier aus Vorarlberg. Wenig Brauereien in Vorarlberg, aber die Brauerei Vorenburg, die bringt uns ihr Weizenbier mit. Ich muss sagen, das ist ein Bier, A, kenne ich das schon und B, ich bin ein sehr großer Freund von Weizenbieren. Da hat so meine Bierkarriere in Wahrheit mit angefangen. Und das Vorenburger Weizen, durchaus was sehr Spezielles und das werden wir jetzt mal gemeinsam erkunden. Machen wir es erstmal auf. Schöner Rauch oben dran, dann brauchen wir noch ein Glas. Und dann schenken wir uns das Ganze auch schon ein. Eine sehr schöne Naturtrübung bei diesem Weizenbier. Die Brauerei Vornburg übrigens seit 1881 aktiv, mehr als ein Fingerbreit, aus Bludenz. Und das Vornburger Weizen war lange Zeit das einzige Weizen, was in Vorarlberg gebraut wird. Jetzt hat die Mohrenbrauerei nachgelegt, zum Beispiel mit dem Mandarinweizen, was ich euch vor ein paar Wochen mal vorgestellt habe. Aber wie gesagt, die Brauerei Vornburg, da sicher die längere Erfahrung, was Weißbiere angeht. Eine intensive, schöne, orangefarbene Farbe, leicht cremiger Schaum, jetzt auch nicht ganz so stabil an der Stelle, aber ganz ansprechend. In der Nase, da würde man jetzt eigentlich bei einem Weißbier so diese typischen Bananennoten erwarten und dann ist das so ein richtig 0815 Weizen, das ist hier aber nicht der Fall. Es ist zwar ein bisschen Banane da, aber sehr, sehr zurückhaltend. Das geht mehr so in die zitrusfruchtige Richtung, hat auch ein paar grasige Noten mit dabei. Und eigentlich erstaunlich hopfig schon in der Nase für ein Weizenbier. Und auch im Antrunk überraschend getreidig, also hat einen sehr kräftigen getreidigen Körper. Weizen ist definitiv mit dabei, auch Hefe ganz klar. Die Zitrusnoten, das geht eher so in die Orangenrichtung bei diesem Bier. Hat aber so ein ganz tolles Mundgefühl. Also es stellt sich einfach so ein gewaltiges, getreidiges, volles Mundgefühl bei diesem Bier ein. Also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn man, wie gesagt, auf Weißbiere steht. So hefige Noten im Hintergrund. Ist ein Hefeweißbier. Wirklich schön gelungen, mag ich sehr, sehr gerne. Kohlensäure ist sehr fein, aber intensiv, also so ganz fitzelig klein und prickelt auf der Zunge, also perfekt für den Sommer. Mag das allerdings auch im Winter beim Skifahren. Also Weißbier ist ja so ein Bier, das kann man eigentlich das ganze Jahr über trinken, egal ob es jetzt, wie gesagt, draußen richtig heiß ist und man das halt in der Sonne trinkt oder halt auch in der Sonne beim Skifahren. Weißbier ist eigentlich so ein Bier, das passt immer zum Sport. Und auch das unkompliziert leicht, total gut erfrischend. Und hinten raus wird es dann zunehmend getreidiger. Es kommt auch so eine bittere Note mit dazu. Also der Hopfen, den man vorhin in der Nase gehabt hat, der schiebt nachher ein bisschen an. Es gibt so Bitterhopfen-Noten, die in diesem Bier dazukommen, die eigentlich für ein Weißbier sehr ungewöhnlich sind, aber hier sehr, sehr gut passen, weil dieses Bier eben in dieser Vollmundigkeit ohnehin schon daherkommt. Ist dann im Finish hinten raus wieder ein bisschen auf der fruchtigen, zitronigeren, malzigen Seite kommen dann wieder so süßliche Noten. Also es geht so ein bisschen hin und her und das ist eigentlich sehr, sehr schön bei diesem Bier, weil es eigentlich nie langweilig wird. Tut sich immer was im Mund, macht Lust auf den nächsten Schluck, damit man dieses Radl wieder neu anstoßt. Und was so typisch ist, es bleibt so dieser hefige Nachgeschmack,
untypisch ist, dass er eben mit dieser Bitternote einhergeht. Also ich muss sagen, es ist alles andere als ein gewöhnliches Weißbier, was hier aus Vornburg heute im Kalender war. Ich mag dieses Bier sehr, sehr gerne, merkt man vielleicht auch, und wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr vielleicht keine Weizenbierfreunde seid, wenn ihr da noch nicht so viel getrunken habt, das ist Vornburger Weizen. Das ist alles andere als 0815, sehr schön gelungen. Und ja, wie gesagt, viel Spaß, wenn ihr heute Abend euer Bier aus dem Kühlschrank holt. Würde mich interessieren, wie es euch schmeckt. Vergesst nicht, bei Kalea dieses Bier auch noch mit zu bewerten. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder hier bei ProbierTV mit dem nächsten Bier. Ciao, baba und schönen Abend.